Hallo Freunde der gehobenen Unterhaltung, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2, yeah! Wir befinden uns aktuell auf Route 4 und ja, wir werden jetzt mal losstarten. Wir waren ja hier, weil wir ein paar Pokémon fangen wollten. Und es hieß doch auf, ja genau, auf dem Sand. Und da haben wir unser Pokémon, das wir haben möchten. Allerdings habe ich gerade mal eine Überlegung angestellt, und zwar, wisst ihr was? Ich werde das jetzt töten. Ja, wir wollen ein Garnuvil, aber ich möchte ehrlich gesagt auch ein männliches Pokémon im Team haben. Einfach zur Gleichverteilung. Da hier Garnuvils sowieso keine Seltenheit sind und das hier auch noch praktischerweise Level 16 ist, womit es ein bisschen leichter zu leveln ist, weil es vom Level her ein bisschen höher ist. Oh, ich habe Schiss, dass der Schneider den vollkommen zerstört. Ich werde mal. Ja, Vulkanum. Tannen, Walzer, Giftschweif. Giftschock, Giftschweif haben keine Wirkung. Walzer ist auch wieder gefährlich. Konnte ihn töten. Was hat er hier so? Glutzertrümmerer ist sehr effektiv. Ich tausche mal zu Vulcano aus Witz. Einfach um zu testen, ob wir mit Glut da ein bisschen den Schaden so machen können. Ja, Sandwirbel, ne, danke. Dass wir den auch fangen können. Folterknecht. Glut. So. Ja, das macht natürlich kaum Schaden. Ja, okay. Mein Fehler. Gewissheit ist in Ordnung. Ich hoffe, dass der Trümmer jetzt nicht zu viel Schaden macht. Ich denke eigentlich nicht, nö. Na, okay. Logischerweise. Sandgrab, das ist natürlich sehr effektiv. Das ist natürlich richtig scheiße. Gut wirkt und das heißt, Angriff steigt. Jetzt kennen wir auf jeden Fall seine Fähigkeit. Und ich muss sagen, das gefällt mir, weil Hochmut gut ist. Ich vorsehe, wir den sowas von töten. Da wette ich sonst was drauf. Ein Zerschneider wird den Astrein killen. Deswegen werde ich jetzt einfach meinen Pokéball schmeißen. Wo? 3 und du bist mein. Oh, krass. Garnuvil wurde gefangen und das ist super. Da sind wir alle super glücklich mit. Hoffen wir, dass er auch noch ein gutes Wesen hat und es vergräbt sich am meisten Wüstensand, um nicht auszukühlen und fristet sein Leben im Verborgenen. Boden und Licht. Sehr schön. Nö, kein Spitzname. Aber wir wollen dich jedoch glatt mal. Nein, wir wollen dich nicht im Beutel aufsuchen, weil du dich da hoffentlich nicht aufhältst. Sondern wir möchten dein Wesen abchecken. Neutrales Wesen. Okay. Das ist nicht unbedingt schlecht. Halleluja, der Angriff ist echt nicht von schlechten Eltern und die Initiative genauso wenig. Was sagen die Attacken? Sandwirbel, Sandgrab. Ach so, hat er ja alles schon eingesetzt. Eigentlich gar nicht mal so üble Attacken. Gewissheit, okay. Folterknecht ist nicht schlecht. Sandwirbel ist gut. Ja, Sandgrab. Geht so, ne? Aber für Startattacken sieht das auf jeden Fall nicht schlecht aus. Neutrales Wesen, ne? Also nichts wird verniedrigt und nichts wird erhöht. Wäre natürlich schön gewesen, wäre es eins, was den Angriff erhöht. Und jetzt zum Beispiel Spezialangriff erniedrigt. Aber ich glaube, mit einem neutralen Wesen kann ich gut leben. Ja, und jetzt werde ich Garnuvil mal nach vorne stecken. Weil jetzt muss Garnuvil natürlich hinterher leveln. Weil die anderen beiden 5 Level über ihm sind. So, und jetzt müssen wir einen Trank einsetzen, weil ansonsten krepiert das Ding gleich. Direkt. So, und ich nehme natürlich den größtmöglichen Umweg im Menü ever. So, Kapi sind voll. Sehr gut. Haben wir irgendwelche netten TMs? Und ich möchte nochmal nach Nummer sortieren. So, dankeschön. Giftschock, das
brauchen wir nicht wirklich. Kann es wahrscheinlich sowieso nicht lernen, würde ich mal tippen. Raub. Ist schwächer als Gewissheit, von daher brauchen wir es nicht. Blitzkraftschub. Brauchen wir eigentlich nicht. Zertrümmerer. Sehr schnell. Nö. Nix dabei. Später wird Erdbeben wahrscheinlich zum Beispiel nicht schlecht sein. Bevor ich die hier alle... Zauberwasser. Nehmen wir das Item mit, wollte ich sagen, bevor wir die Trainer an die Trainer gehen. Und jetzt möchte ich wissen, was zum Henker ein Zauberwasser ist. Kann ich hier eigentlich auch mal sortieren nach Kategorie? Ich sortiere mal... Nein. Zauberwasser. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist nicht schlecht. Scope-Linse haben wir ja noch. Und Holzkohle, Phantomknoten, EP-Teiler nehme ich jetzt nicht. Scope-Linse hatten, ja... Ich gebe Garnuvel mal die Scope-Linse, weil das einfach nicht schlecht ist. Was wollte ich tun? Richtig, ich wollte doch eigentlich sämtliche Taschen nach Kategorie sortieren. Die hatten wir schon sortiert. Ja, da brauchen wir nichts sortieren, weil da nicht viel ist. Das ist eigentlich scheißegal und da ist nichts vorhanden. Das ist... Oh. Ich werde auch Spaß einmal speichern. Einfach, weil wir jetzt ein Garnuvel haben und mich da schon unendlich glücklich macht. Mal davon abgesehen, dass ich Garnuvel ziemlich süß finde. Ich finde es einfach süß. Ein kleines Krokodilchen. Und die Wertentwicklung finde ich beide, ehrlich gesagt, auch cool. Ich stehe übrigens auch auf Unlicht-Pokémon. Oh, und jetzt machen wir hier den ersten Kampf. Und wir mal checken, was es hier ab. Was ist hier der, ja, der Scheiße. Okay. Ja, obwohl. Ja, vom Level passt das. Das Problem ist natürlich, dass es Angler sind und Garnuvel Boden-Pokémon ist. Das Problem ist nicht, dass es ein... Ja doch, das Problem ist eigentlich, dass es ein Enton ist und kein Entoron, weil Enton noch nicht den Typ Psycho hat, glaube ich, ne? Ich werde trotzdem mal probieren und testen, was geht. Ja. Ah, Volltreffer. Aquaknarre. Yeah. Okay, wir sind aber auf jeden Fall schneller. Somit ist Enton tot. Und Hochmut wirkt und... Ich finde Hochmut ist geil. Halleluja. Barschuft. Wir kämpfen erstmal weiter. Und sollte Garnuvel gleich krepieren. Kopfnuss, okay. Oh, nein. Natürlich muss er zurückschrecken. Sprudel, wie viel? Was? 60 Punkte. Kuhmilch ist 100 Punkte. Ich bräuchte mal Supertränke mittlerweile, ne? Ich verwende mal den Sprudel einfach, weil ich ihn eigentlich sowieso nicht brauche. Weil ich mit Garnuvel kämpfen möchte. Zermürben. Garnuvel soll Gewissheit einsetzen. Toll. Ich kann ihm gleich eigentlich wieder einen Trank geben. Barschuf ist leider etwas schnell. Und bevor Garnuvel gar keine EP kriegt, schicke ich Ivoserb in den Kampf. Ich habe nämlich keinen Bock darauf, dass Garnuvel gleich krepiert. Was er definitiv wäre. Und er keine EP kriegt. Ist es mir lieber, wenn Ivoserb einen kleinen Rest an EP kriegt. Aber Garnuvel dann halt auch den Großteil. Oh, Angriff plus 2, super. Ein Level Up schon mal drin. Also, Barschuf hätte richtig viel EP gegeben. Aber im Kampf kann ich natürlich keine zwei Tränke auf einmal einsetzen. Und jetzt tut es eine Sinebeere. Jetzt machen wir uns mal an den zweiten Angler und gucken, was der so hat. Möchte jetzt nämlich natürlich erstmal primär Garnuvel leveln, damit er auf Team-Level kommt. Und was hat er? Auch ein Barschuf, na toll. Aber die rote Form. Gibt ja zwei Formen. Einmal die blaue und die rote. Die blaue haben wir ja eben gesehen. Das ist die rote. Ich finde die blaue ehrlich gesagt irgendwie cooler.
du Scheiße. Natürlich direkt ein Volltreffer. Natürlich. Jetzt schicke ich aber Toxipad. Natürlich ein Volltreffer. Ist aber jetzt halt auch wahrscheinlich nicht so gelungen, gegen Wasser-Pokémon mit Garnuvel anzutanzen. Giftschock macht das mehr Schaden. Den Gifton wirkt, das ist supi. Oh ja, und jetzt sollte Giftschock ja eine Menge Schaden machen, weil er ja vergiftet ist. Ja. Boah, richtig viel EP. Schade natürlich, dass Garnuvel nicht überlebt hat. Das wäre natürlich mir lieber gewesen. Ich will jetzt eigentlich nicht durch den tiefen Sand laufen. Ich möchte zurück zum Pokémon Center. So. Und dafür nehmen wir doch mal das Fahrrad. So. So. War das hier lang? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube aber ja. So, ja. Einmal rein hier und heil mal bitte meine Pokémon. Also das kann ja gar nicht gehen hier, das Garnuvel tot ist hier und ach, Fukano, dem geht's auch nicht so gut. Der interessiert uns zwar eigentlich gar nicht, aber egal. So, und bei der Gelegenheit werde ich mal für Item-Nachschub sorgen. Kaufen. Pokebälle. Kaufe ich mal ein. Superbälle hatte ich, glaube ich, noch welche. Ja. Reicht das mal? Ja, ich kaufe mir da jetzt lieber erstmal Supertränke. Das war nicht zu knapp. Ein Trank geht trotzdem noch. So, von den restlichen Sachen hatte ich, glaube ich, noch genug. Supertränke sind natürlich scheiße teuer, aber egal, das muss sein. Weil normale Tränke reichen mittlerweile nicht mehr wirklich. Wie ich das bereits gesagt hatte. Und da wir ja vernünftig leveln wollen und nicht ständig diesen weiten Weg zurück machen möchten. Also ja, was heißt hier weit? Es geht ja mit dem Rad, aber... Und die spricht dann schon wieder. Die spricht dann also jedes Mal an, wenn man neu auf diese Route kommt. So, was hatte die jetzt noch für Pokémon? Rotomorph, okay. Dagegen sollte Garnuvel ja eine Chance haben. Gewissheit. Turbodreher, okay. Das macht nicht viel Schaden. Aber das macht eine Menge Schaden. Metallklaue. Macht auch nicht so viel Schaden. Gewissheit. Ein Scoplins ist, glaube ich, gar nicht mal so übel vorerst hier auf Garnuvel. Und Hochmut wirkt und ich finde das cool. Ah, Marill. Weiterkämpfen. Da müssen wir dann halt mal zu einer anderen Taktik greifen. Und zwar, Garnuvel wird bestimmt gleich wieder krepieren. Deswegen nehme ich Efroserp. So, das. Ja, eigentlich das gleiche, was ich eben ja auch schon gemacht habe. So, Walzer. Und jetzt wird Efroserp definitiv schneller sein. Und Grasmikasa sollte ja reichen, um Marill zu töten. Jo. Und Garnuvel kriegt ein bisschen AP. EP. So, wie viele KP hat es jetzt noch? Ja, lass ich mal so. Jetzt stelle ich mir aber eine Frage. Was passiert, wenn wir hier hingehen? Und wieder hier hingehen? Spricht ihr ihn wieder an? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Billiger kann man ja gar nicht trainieren. Aber ich will natürlich jetzt nicht die gleiche die ganze Zeit auf der Stelle hängen, ne? Das ist natürlich auch klar. So, Garnuvel ist gleich Level 18. So, oh,
Oh, Kratzfurie. Wird jetzt, glaube ich, nicht so viel reißen können. Außer es landet dann Volltreff. Ja. Alter. Kann ich nicht sein. Dankeschön. Ich hätte es jetzt auch echt kacke gefunden. Das ist jetzt nicht gereicht. So. Und Level 18 für Garnuwil. Schnieke, Schnieke. Nee, wir machen so wie eben. Okay, das hätten wir. Ich muss das Rad wieder wegpacken. Oh, ein Beutel. Ich habe sogar einen Belieber. Ich glaube, ich muss hier nochmal neu sortieren, weil die Supertränke nicht eingeordnet wurden. So, jetzt setze ich hier einen Supertrank ein. So, was will der hier eigentlich? Hey Trainer, ehe ich mich's versah, standen da diese ganzen Felsen in einer Reihe und selbst mit der Formstärke kann man sie kein Deut bewegen. Das ist natürlich scheiße. Okay, das heißt, die muss man irgendwie durch irgendwas wegmachen. So, ich möchte hier mal zurück. Vielleicht finden wir noch neue Pokémon, außerdem können wir Garnuwil leveln. Ah, ein Flampion. Ich finde das Pokémon eigentlich ganz cool. Flampion. Und ich bin auch im Überlegen, ob ich... Ja, wobei... Ob ich Flampion vorübergehend im Team lasse. Ich weiß es nicht genau. Andererseits müssen wir dann noch weiter leveln. Hinterher leveln. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit eigentlich. Ach du Scheiße. Ich mach nochmal einen Pokéball. Go, go. Ding, ding, ding. Okay, das bringt definitiv nichts. Ein Superball. Und wenn er da jetzt nicht drin bleibt, dann töte ich es. Töte ich es. Eins. Zwei. Drei und du bist mein. Okay. Immerhin, der Superball tut sein Übriges. Zum Schlafen zieht es Arme und Beine ein und senkt seine innere Körpertemperatur auf schlapprige 600 Grad, um sich zu entspannen. Also, ja. Das, ja. Nö, keine Spitznorme. Aber ich möchte mal gucken, was du kannst. Das möchte ich dann doch tun. Und es hat ein Item. Nehmen. Fragia-Beere. Okay. Upsala. Nein, nein. Ah. Ja. Bericht. Okay. Feuerzahn, Kopfnuss sind natürlich gar nicht mal so schlechte Attacken. Für das Level. Für den 14 Feuerzahn ist gar nicht mal so schlecht. Aber nö, ich werde es hier dabei belassen und es nicht ins Team nehmen. Ach, und hier haben wir das Unrat-Tytox. Das Gift-Pokémon. Und hier mal Sandgrab einsetzen. Ich weiß natürlich, dass es sehr effektiv ist. Und probieren es einfach mal zu fangen. Eins, zwei, drei und du bist mein. Schön. Und Ratitox wurde gefangen. Sehr, sehr gut. Oder ein Eintrag im Pokédex. Eine Mülltüte. Um an frischen Müll zu kommen, heftet es sich umwälzend an die Fersen. Es speit unaufhörlich giftige Gase. Ja, das glaube ich. Und
Das ist ja das hiesige Gift-Pokémon. Ich will auch gucken, was du kannst. So viel will ich dann doch immer tun, weil ich neugierig bin. Ah, normales Wesen, ohne großartige Veränderung. Das ist nicht schlecht. Die Fähigkeit ist ja richtig übel. Ist ja geil. Wow. Das ist kein Giftspitz. Das ist natürlich nicht schlecht. Wow. Wow. Ich wollte Umdrehtytox irgendwie. Ich fand das für das Pokémon ein bisschen bescheuert. Aber wow. Die Fähigkeit und die Attacken sind Bombe. Also Aufbereitung und Duplex braucht man jetzt nicht unbedingt, aber die Giftattacken sind geil. Giftspitzen ist immer sehr schön und Säurespeier ist ja richtig mies. Spezialattacke, die dann die Spezialverteidigung sehr stark senkt. Also stark senkt, ja. Wow, nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich möchte halt eigentlich nicht jetzt großartig noch irgendwie zwei Pokémon, die hinterher leveln müssen. Ist ein bisschen doof, weil nicht allzu weit entfernt kommt auch schon das nächste Pokémon für uns als festes Team. Das ist ganz, ganz nah und ich habe vergessen, dass es natürlich nicht sehr effektiv ist. Okay, und er setzt Folterknecht ein, na toll. Hat Sandkrabbwirkung. Ja. Aber wird wahrscheinlich... Okay, macht sogar einiges. Ach, macht sogar normalen Schaden. Okay, Boden ist also gegen Boden normal effektiv. Okay. So. Ach, Förderknecht. Nein! Ach, Mann, ey. Ich bin zu schnell. So, Gewissheit. Zack, du bist tot. So. Wie viele EP sind das? Hochmut wirkt. Bringt uns jetzt gerade nichts. Ja, bringt ja fast gar nichts. Ja, ich fürchte, da müssen wir eher gegen Trainer ran. Wow, und Ratytox, ich bin begeistert, ehrlich gesagt, was das für Fähigkeiten und so hat. Das Ding ist halt echt. Ja, wie gesagt, das ist auch noch hinterher zu leveln, aber wir haben... Das wird lange dauern. Da es auch erst Level 14 ist. Ich glaube, das Pokémon an sich ist gut, aber ich mag es halt nicht so gerne. Und ein Gift-Pokémon haben wir ja schon mit Toxipet. So, Rotomorph. Und ja, ich werde jetzt ihm Ganovil und jetzt, ja, wir verschwenden ein bisschen Tränke, aber das ist mir gerade völlig egal. Ich möchte hier ein bisschen leveln. Bam. Weil Ganovil soll natürlich hinterherkommen. Weil ich ja zum festen Team gehört. Und du senkst meine Genauigkeit und das finde ich nicht nett, aber ich treffe dich trotzdem. Hochmut wirkt. Sehr schön. Und Level 19. Und damit kommt es ja schon. Geht ja schon in die richtige Richtung hier. Angriff plus 2, Initiative plus 2, das freut mich. Lehmschelle. Wie viel Schaden macht Lehmschelle? 20. Und das Spezial, das ist natürlich nicht so gelungen. Sandwirbel ist ehrlich gesagt nicht übel. Folterknecht. Nö, werde ich nicht beibringen. Einfach weil Sandgrab stärker ist. Und wir Sandwirbel können. Ja, und ich möchte vorerst nicht das Pokémon wechseln. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Aber jetzt. Wie sieht es eigentlich um seine EP aus? Okay, er ist bei den Level Up. Ist ja auch in Ordnung. Er auch. Dann werde ich jetzt, glaube ich, noch so lange Ganovil hier auf dieser Route an der gleichen Trainerin leveln. Bis beide Pokémon Level Up haben. Und dann werden wir nochmal kurz ins Pokémon Center fliegen. Ich werde keine Schreien setzen. Um die Pokémon auf die Box zu legen. Ja, schade, wirklich. Also, Unratytox ist gar nicht mal so schlecht, aber ich finde das Pokémon, ehrlich gesagt, sieht ein bisschen scheiße aus und so. Obwohl ich, ja, Gift-Pokémon liebe. Wie ich das ja mal gesagt hatte.
Aber da ist mir Toxipet doch lieber. Auch wenn Unreal Tidox da schon echt coole Movesets hat und geil. Toxipet ist noch nicht mein Level Up. So, jetzt werden wir wieder zurückgehen und werden den Trainer nochmal besiegen. Ist natürlich irgendwie auch billig so, aber lustig natürlich, dass man hier einfach mal den Trainer 3000 Mal besiegen kann und sie danach immer noch gegen dich verlieren möchte. Los, Garnoville und go, go, catch it! So, hier. Gewissheit hat nur noch 1 AP, werden wir den letzten auch mal verbraten. Macht aber eine Menge Schaden. Du senkst meine Genauigkeit, das ist natürlich nicht so nett. Hätte man Folterknecht einsetzen sollen. Ja, okay, aber Sandkrab reicht. Hochmut wirkt. Super. Oh, DP. Nö, weiter kämpfen. Oh, Toxipet. Ich hoffe danach, das reicht fürs Level Up für Toxipet. Gift Drive. Ich hoffe, dass Toxipet das überleben wird. Einigler, das ist natürlich so geil. No risk, no fun, ey. Holy moly, ich hoffe, das reicht. Ah, Volltreffer. Sehr gut. Ja, reicht das an EP? Ja. Level 22. Käferbiss. Sehr gut. Ja, weil Käferbiss ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, wohl physisch. Stärke 60. Ist auch ausgezeichnet. Giftschweif war physisch. Giftschock war spezial. Aber war nicht schlecht wegen... Kreideschrei und Walzer sind aber auch sehr gut. Kreideschrei möchte ich nicht rausnehmen, und Walzer ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube, dann nehme ich doch den Giftschock raus. Sondern haben wir sogar, haben wir es noch als TM. Einfach weil Käfer bis Step hat und es ist physisch und Toxipet hat einen höheren physischen Angriff als speziellen und ja. Und Toxi entwickelt sich. Toxipet entwickelt sich natürlich. Und es löst sich in seine einzelnen Molekularteile auf. Auch genannt Pixel. Und es wurde zu einem Pokémon, das wir bereits kennen. Nämlich zu Rollum. Toxipet wurde zu Rollum. Yeah, geile Sache. So, Eisenabwehr. Nein. Nein, Eisenabwehr brauchen wir nicht. Wir haben Kreideschrei, das bezieht sich auf die Gegner. Und die Verteidigung von Rollum ist meines Wissens noch hoch genug. Berücht. Sagen die Werte. Hier, guck, Verteidigung 52. Das sollte einige standhalten. Der Angriff ist leider nicht ganz so hoch, wie ich es wünschte. Aber mit der letzten Entwicklung sollte der Angriff um einige steigen. Ich glaube, Rollum hat im Angriff niedrigeren Basiswert als Toxipet. Glaube es. Ich weiß es, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja. Und damit ist der Wert wahrscheinlich eben auch noch ein kleines bisschen gesunken. Das passiert ja. Aber mit der letzten Entwicklung sollte der Angriff eigentlich in die Höhe schießen. So, und Rotomorph. Zeig mal wieder, was er kann. Rotomorph war übrigens auch auf der Liste für mein festes Team. Also als potenzieller Anwärter, sag ich mal. Aber ich habe dann gesagt, ich will Garnoville lieber haben. Und die Entwicklung davon. Einfach aus dem Grund, weil sie auch noch Unlicht sind, weil ich den Typ voll cool finde, das Pokémon voll cool finde. Und... ja. Ich finde die Entwicklung von Rotomorph zwar auch cool, aber...
Ich habe mich doch für Ganovil entschieden. So. Aber das reicht, um Rotomov zu killen. Ganovil Level 20. Super. Damit ist er jetzt auch schon fast auf Teamniveau. Also, alles geil. So, und jetzt wechseln wir aber direkt auf Evoserp, damit er sein Level auch noch in einem Pokémon schafft. Hoffe ich mal. Flup. Okay, wird es wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Aber können wir mal probieren. Marill gibt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Oh, nee. Komm. Ja, da gehe ich jetzt noch kurz ins Dings, in Sand. Such mir hier ein wildes Pokémon. Und mach dann noch das Level draus. So viel können wir ja wohl noch machen hier für das kleine bisschen EP. Und es ist ein Unratytox. Ich habe 17. Das wäre jetzt natürlich einfacher zu trainieren gewesen, aber nein, ich entscheide mich dagegen. Wir bleiben ja bei Doxpet, beziehungsweise jetzt Rollum und so. Ach du Scheiße, unser Schneider macht null Schaden, ey. Zoroaster. Miese Attacke, ehrlich. Ich muss echt sagen, die Attacke ist echt fies. Weil somit hat das im Prinzip so eine Wirkung wie Zornklinge zum Beispiel. Dass es mit jeder Attacke stärker wird. Je häufiger es eingesetzt wird, weil es immer wieder eine Spezialverteidigung senkt und selber eine spezielle Attacke ist. So, ich wurde selber Level 22. Sehr gut, dann haben wir das noch geschafft. Das ist irgendwie das Miese an der Attacke. Also, die, ich glaube, die kann man sogar, obwohl es nur eine Stärke 40 Attacke ist, kann man die, glaube ich, wirklich eine ganze Weile im Attackenset drin behalten. Einfach weil sie immer stärker wird, je öfter man sie einsetzt, plus den Step-Bonus, den es auf Unratytox kriegt, ja, weil Unratytox ja Gift ist. Und ich glaube schon, dass man damit eine Menge Schaden drücken kann. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Angriffstyp Unratytox und die Entwicklung davon ausgelegt sind, aber wenn die spezial ausgelegt sind, dann gibt das, glaube ich, auch für etwas längere Zeit eigentlich eine ganz gute Attacke. Also wirklich fiese Attacke. Wow. Und mit Giftstacheln auf Level 17 und so, das ist natürlich schon krass. Wenn du nicht weißt, was Giftstacheln bringen oder so. Das ist gar nicht so schwer zu sagen. Lässt sich eigentlich in einem Punkt schön zusammenfassen. Nämlich, ja, Dingsens und so. Vergiftet das jedes gegnerische Pokémon, wenn es in den Kampf kommt. Und ich möchte Attacken sortieren. Gewissheit kommt dementsprechend nach ganz oben. Na, lass ich mal so. Wie sieht das bei hier aus? Giftstrafe kommt vor den Walzer. Ja, alles richtig. Sehr gut. So wie ich es möchte. Und weiter werden wir jetzt nicht dort leveln. So, und ich habe gerade gar keine Ahnung, wo die Arena eigentlich war. Ich lag richtig. Ach so, Schwachsinn. Hahaha. Ich vergaß einen wichtigen Punkt. Nämlich, um weiterzumachen, müssen wir erstmal wieder gegen Team Plasma ran. Aber Scheiße. Ja, geh vor. Aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge von Pokémon Schwarz 2. Ich werde wieder schön on-screen speichern, damit auch jeder sehen kann, dass ich unseren Spielfortschritt immer
Speicher. Dings. Bla. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.